Mit dieser dramatischen Musik begrüße ich euch zurück zu Let's Play Portal 2. Es kann sein, dass es im Hintergrund so ein bisschen kruschelt oder donnert, weil es gerade hier voll gewittert und so. Ich hoffe, das hört man nicht, aber man kann ja nichts gegen die Natur tun. Okay, also beim letzten Mal waren wir bei GLaDOS. GLaDOS haben wir mit Ridley ausgetauscht. Ridley ist durchgetreten, hat uns hier runtergeschmissen. Und jetzt sind wir. Ach ja, wir sind ja jetzt hier. Erstmal brauchen wir hier einen Bobbel. Sehr schön. Das war nicht geplant. Dann müssen wir doch ein bisschen weiter hier machen. So, das ist ein schöner Bobbel. Platsch. So. Dann müssen wir hier hinspringen, das drücken. So, und jetzt ganz schnell hinrennen. Bevor wieder Wasser kommt. Weil Wasser wischt das alles weg. Das können wir uns selbst mal anschauen. Und weg ist es. Okay, super, das haben wir. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Das sollte ich, glaube ich, nicht machen. Nö. Nö. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da hoch, ne? Ja, dann ist es doch relativ einfach. Da muss ich einfach hier platzieren. Weil dann kann ich da durch, dann da drauf. Nee, doch nicht. Hä? Ah, nee. Nee, nee, nee. Ich muss hier hoch. Und dann runterspringen. Hier in ein Portal, was mich dagegen schleudert. Das müsste funktionieren. Das teste ich jetzt. Achtung. Hui. Boing. Oh, es hat funktioniert. Geil. Gale Flow. Guck mal, hier sehen wir es. Bubble up. Bubble up. Spawnt hier so schön Bubble up. So, was ist das? Das ist Blue. Müssen wieder wie. Nee, das war von eben, ne? Wo muss ich denn hin? Ah. Gehen wir mal hier drauf und schau mal. Da drauf soll ich, oder was? Perfekt. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Und ich weiß auch nicht, wo ich jetzt. Ach, da unten soll, kann ich es herbekommen, ne? Okay, dann haben wir das schon mal. Au. Dann müssen wir so. Und dann müsste ich hier runter, da drauf, darüber. Testen wir es. Hui. Boing. Das hat gut funktioniert. Sehr schön. Nö. Merken wir uns mal kurz das Orange. Nee, hä? Ich verstehe das nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin jetzt hier drauf und dann. Ja. Ah, da hoch, oder? Ja, ich glaube schon. Okay, Achtung. Hui. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrauchst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Uhren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Na los, packen wir zusammen. Okay. Ah. Das ist dumm. Da hinten ist aber. Da hinten ist. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Na. Da hinten ist Wasser, da können wir es sauber machen. Komm her. So. Und jetzt. Blablabla. Perfekt. Dann können wir ihn hier drauf machen. Was bringt uns das? Dass der Aufzug runterkommt. Okay. Dann brauchen wir hier ein bisschen Bobbel. Ein bisschen Bobbel, habe ich gesagt. Nee, da. Oh Mann.
Ich bin auch zu dumm dafür. Okay, ich bin gerade am Überlegen. Wir können doch jetzt hier einfach in den Aufzug, ne? Nee, wir müssen ja noch den wegmachen. Können wir da nicht drauf bobbeln, dass er wegfliegt? Ah, ja, hat funktioniert. Ich bin gut. Okay. Also, der Typ ist schon ein bisschen komisch. Das möchte ich mal zugeben. Ich bin gerade so ein bisschen langweilig. Weil, keine Ahnung. Das macht der Regen. Der macht mich so traurig. Jo. Glückwunsch. Danke. Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue habt. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halt dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. So, Exit kann ich nicht durch. Das ist doof. Kann ich hier sonst irgendwie durch? Nö. Dann hätte ich hier, glaube ich, gar nicht hingemusst, oder? Nee, wahrscheinlich muss ich mich irgendwo wieder hinporten. Irgendwo, wie zum Beispiel da. Und... Was ist in der Richtung? Niente. Ach, guck mal. Hier gibt es einen Bug, das weiß ich. Und ohne diesen Bug bin ich zu dumm, um das hier zu lösen. Aber wir versuchen es jetzt mal trotzdem ohne diesen Bug. So. Und zwar, wir müssen... Wo drauf? Hier drauf. Und ich habe keine Ahnung, wie man hier das hinmachen kann. Aber ich weiß, dass wenn man hier irgendwie lang genug hinschießt... Ja, hier seht ihr, dass man da das... machen kann, aber wir versuchen es wirklich jetzt mal ohne. Ah, wahrscheinlich da rein und wenn wir dann da gerade so hochfliegen müssen, wie dorthin. Ich versuch's mal. Orange, ne? Ja, okay. Ja, so müsste das funktionieren. Ja, okay. Gut, dann haben wir das gelöst. Perfekt. Was haben wir hier? Gel Pressure Control. Vom Blau, das kennen wir schon. Das machen wir mal an. Und von Orange, weil es so schön ist. So. Ja, dann pumpt mal. Und ich bin mal hier. Was sind das eigentlich für Bubbles? Was ist in denen drin? Oh, Control Room. Da will ich natürlich hin. Ist hier sonst noch was Cooles, was mich interessiert? Nee. Okay, wir müssen da oben rein, nehme ich jetzt mal an. Ich bin Cave Johnson, Leiter von das hast du schon mal gesagt. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten. Und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Okay. Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefon. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 in Bar? Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen, das verdammt nochmal gemütlicher ist als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann einfach nicht ernst dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Mich mit einer Gegenfrage. Okay. So, wir müssen da wieder rein.
Na, da reinspringen, indem wir uns rüber katapultieren, würde ich sagen. Aber ich möchte mal da reingehen, wenn es geht, und mir das mal angucken. Moving Plattform. Ja. Hört sich auch alles hier sehr gut an. Kann ich da rein, bitte, bitte, bitte? Ja! Cool, wir können uns jetzt hier umgucken. Also das ist Cave Johnson, aber ein bisschen älter und nicht mehr so glücklich, wie man sieht. Irgendwie. So, hier sind so ein paar Drucker. Sind das Drucker? Ja, guck mal, was steht denn da alles? Nichts, was wir lesen können. Eine schöne Zimmerpflanze, die ziemlich kaputt ist. Ein bisschen Papier, ein Stuhl. Remember, let your supervisor if you see us. Osha. Inspektor. Dürft ihr vielleicht die ganzen Inspektoren. Okay, oder Kommissaren oder Journalisten. Ach so, ja, also man merkt, hier ging es ja nicht so mit rechten Dingen zu. Und ich glaube, die wollten das auch so ein bisschen vertuschen. Und deswegen haben die auch Penner genommen. Ich sage nicht Penner, Obdachlose, tut mir leid. Test Subject Rating Area. Hier nehmen Sie eine Nummer, 426. Dankeschön. $60, damit kannst du auf eine Weltreise. Und du bist reich. Wo sind das hier? Sind das so Redeteile? Ah, die sind Lüfter, oder? Ja. Hier haben dann die ganzen armen Penner. Oh, ist ja schon ganz. Tut mir leid. Die ganzen armen Leute haben hier gesessen und gewartet. Die 23 ist übrigens dran. 23, wer die 23? Niemand? Es tut mir schon ein bisschen leid für die. Und Cave sieht auch nicht mehr so glücklich aus. Sieht auch ein bisschen verrückt aus, Cave. Also nicht verrückt, aber so. Ne? Okay, dann gehen wir mal da hoch und... Nein. Okay, und nicht teleportieren und fliegen mal darüber. Wenn es überhaupt funktioniert, aber ich weiß nicht, ob wir genug Schubkraft... Ob wir da genug... Das war nicht geplant. Hier hätte ich nicht hingesollt, oder? Scheiße. Oh, jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal laufen, oder was? Ach nee, ich kann ja da. Okay, gut. So, so, hier können wir wieder zurück. Ach, wir können da oben rein. Das können wir mal machen. Das mache ich mal. Hui. Aua. Da muss es dorthin. Okay. Ich frage mich, warum... Aua. Ich wollte gar nicht so weit fliegen. Ich frage mich gerade, warum die überhaupt hier überall so viel weiße Wände gemacht haben, ne? Das ist falsch. Ich meine, das sollte ja eigentlich keine Testarea sein. Oder wussten sie etwa, dass später noch was passieren wird? Etwas Tragisches, weswegen sie das Ganze gemacht haben. Ich bin oben! Control Room. Naja, GLaDOS. Warte, es tut mir leid. Bring ihn um und wir sind quitt. Ich bin auch nicht nachtragend. Nö. Nein, GLaDOS. Nein. Nein. Er frisst mich. Ja, weißt du, wie egal mir das ist, GLaDOS? Weißt du, was du mir alles angetan hast? Du wolltest mich umbringen? Du wolltest mich umbringen. Ich werde nicht jetzt... Nein. Entschuldige dich. Sag Entschuldigung. Entschuldige dich. Los. Ach Mann. Hier verschwind. Joa. Auch wenn ich lüge, was hast du schon zu verlieren? Du stirbst so oder so. Mir gefällt das noch weniger.
Hm. Das hat gut funktioniert, GLaDOS. Wo sind wir? Wie lange war ich weg? Nicht lange. Ein paar Sekündchen. Zusatzvolt vollbringt auch keine Wunder. Wenn ich zu viel nachdenke, frittiere ich die Kartoffeln. Noch ehe wir alle als Atompilz verkochen, den dieser kleine Idiot noch... Okay. Also wir haben jetzt anscheinend GLaDOS dabei. Und GLaDOS stürzt die ganze Zeit ab, weil die Kartoffeln ein bisschen zu wenig Wald bringt. Interessant. So, ich habe nicht viel geredet, weil GLaDOS halt die ganze Zeit redet. Und ich finde es interessant, was sie redet. Also Teil 7, das Wiedersehen. Nein. So, aber wie das Wiedersehen weitergeht, oder ob das hier gerade schon das Wiedersehen ist, ich nehme es jetzt einfach mal an, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.